Da seid ihr ja wieder. Wollen wir anfangen? Oh, das klingt aber sehr, sehr unentschlossen. Ja, du willst, dass wir anfangen? Dann lass mich das mal hören. Ja! Nicht schlecht. Wollt ihr auch, dass wir anfangen? Ja! Gibt es denn hier auch ein paar Kinder irgendwo? Ja! Die Kinder alle mal laut schreien? Ja! Gibt es ein paar Papas? Einmal, ja, es ist 13 Uhr am Sonntag, ja. Einmal die Papas schreien. Ja, das ist eher dröhnen, aber naja, gut, ein paar Mamas, die Mamas mal schreien, die Frauen schreien. Jawohl. Na gut, also, ein kurzer Einspieler zur historischen Situation und dann geht's los. Wir schreiben das Jahr 1628. Seit 10 Jahren tobt bereits der Krieg, den man später den Dreißigjährigen nennen wird. Die europäischen Mächte tragen ihre Konflikte auf deutschem Territorium aus. Kriegsherren zahlen und die Soldaten unterbringen. Mit den Eroberern kommen Not und Elend, Hunger und Krankheiten. Wallenstein, bislang Herzog zu Friedland, erhält als Lohn für seine erfolgreiche Kriegsführung vom Kaiser das gerade eroberte Herzogtum Mecklenburg und wird so zum mächtigsten Mann im Norden Deutschlands. Doch Stralsund verweigert Wallensteins Truppen den Einmarsch. Die Stadt bietet dem Herzog die Stirn. Aufgebracht schickt dieser im Winter 1628 seinen General von Arnim mit einem riesigen Heer gegen die Stadt. Erst versuchen die Stralsunder, ihre Stadt freizukaufen. Es misslingt. Die Belagerung dauert schon über 3 Monate und täglich sterben kaiserliche Soldaten bei ihrem Versuch, die gut befestigte Stadt zu erobern. Wallenstein selbst kommt am 27. Juni persönlich nach Stralsund und schwört, die Stadt einzunehmen, auch wenn sie mit Ketten am Himmel angeschlossen wäre. Er bezieht Quartier im Hainholz. Langweilen, frustriert sind, schlecht gelaunt, weil sie die Stadt nicht einnehmen können. Das war ein Erfolg. Haha, das hat sich vor die Stadt getraut. Und die Stralsunder ihnen die Stirn bieten. Und richtig willkommen sind sie auch nicht, wie man sieht. Haut ab hier! Ihr Blödner! Oho! Verpisst euch! Da ist schon ein Stralsunder Bauer. Ein Greifenbär! Ein Aufgebrachter. Weg mit dir! Langsam. Meine Herren, mäßigt euch. Hier gilt immer noch Stralsunder Recht. Die Heidelmönche sind aufgebracht. Sagt mir einmal euren Namen. Mein Name? Knut.
Knuts, ha, Knuts der Bauer, mutig ist er, das muss man ihm lassen. Hauptmann, tretet einmal dafür, wir wollen hier kein Blut vergießen. Knut, ihr seid Bauer von Stralsund? Ja. Wie man sieht, wolltet ihr zum Markt eure Sachen verkaufen? Ich wollte mein Gemüse verkaufen. Ja, das könnt ihr jetzt hier wieder einsammeln, das wird, glaube ich, nichts mehr. Tja, Hauptmann, ihr wollt sicher genug tun, ich sehe es euch an. Ja. Was sagt ihr? Tja. Wollen wir ein bisschen Spaß haben? Tja, das ist eure Show. Nun, Blut vergießen wollen wir nicht, aber es gibt natürlich das Mittel, sich gegenseitig zu messen. Es gab im Mittelalter, also schon ein paar Jahrhunderte vorher, die Turniere, auf denen die Herren ihre Geschicklichkeit und ihren Mut unter Beweis stellen könnten. Und das können wir natürlich ja auch probieren, wenn das Volk es will. Ihr steht so stumm, wollt ihr überhaupt ein Turnier sehen? Ja! Ist ja viel zu leise. Wollt ihr ein Turnier? Ja! Ein paar ritterliche Übungen? Naja, dann müsst ihr das einmal laut schreien. Schreit einmal, wir wollen! Ja! Nein, ihr sollt nicht ja schreien. Also einmal, wir wollen! Wir wollen! Jetzt könnt ihr schreien, ja! Ja! Seid ihr sicher? Ja! Habt ihr Geld? Nein! Na gut, wir machen das trotzdem. Aber das Problem ist, wir brauchen natürlich ein Pferd. Ihr könnt ja nicht zu Fuß durch die Bahn eilen. Ich habe eine Kuh da hinten. Eine Kuh? Ach, das ist ein bisschen schwierig. Kann man auf der reiten? Naja, nicht so richtig. Aber ich glaube, wir haben irgendwann noch so einen halbblinden Gaul. Da müssen wir, wenn der noch lebt, wollten wir den. Der sollte eigentlich gestern erschossen werden. Ach, da ist er ja doch noch. Oh, ein Glück, Applaus für dieses prächtige Tier. Na, immerhin. Aber könnt ihr denn reiten? Habt ihr schon mal auf einem Pferd gesessen, Bauer Knut? Ich hab schon mal auf einer Kuh gesessen, das ist doch das Gleiche, oder? Eigentlich dasselbe. Dann schaut mal, ob ihr es in den Sattel schafft. Was ist hinten, Bauer Knut? Was ist hinten? Ja, mal sehen, ob er das schafft. Sauerei. Gebt euch Mühe. Und? Ja, Applaus, wohin? Er schafft es. Na gut. Tja, meine Herren, das scheint mir doch besser als Blutvergießen hier auf der Bahn. Oh, er schwankt noch ein wenig. Lenkung geht. Eine Servolenkung. Ja, wenn ihr nach links zieht, oder, naja, das sieht gar nicht schlecht aus. Immerhin. Immerhin. Na gut. Also, ein paar Exerzitien. Lasst mich mal überlegen. Also, es gab die Exerzitien des Ringstechens zum Beispiel. Wollen wir damit anfangen? Seid ihr damit einverstanden, Hauptmann? Ja. Dann könnt ihr den Bauern in seine Schranken weisen. Aber ich habe das Gefühl, das wird eine Überraschung. Er scheint mir recht mutig zu sein. Na gut, wollt ihr das Ringstechen sehen? Ja. Seid ihr sicher? Ihr seid so spontan. Gar nicht schlecht. Okay. Also erstmal einen Jubel und einen Applaus für diese vier trefflichen Reiter. Und den Bauern Knut. Der Bauer Knut, der hier die Stralsunder Ehre verteidigen wird. Na gut, also beim Ringstechen geht es darum, Ringe, die in der Bahn aufgehängt werden, im Vorbeiritt mit der Lanze aufzunehmen. Und Bauer Knut, ihr habt keine Lanze. Wollt ihr diese Gabel nehmen? Das geht, das ist meine Lanze. Naja, gut, von mir aus. Die Bahn wird präpariert und ich darf die Herren kurz vorstellen. Hauptmann ganz links im dunkelroten Bams ist Rudolf, im Gelb, das ist Otto, der Reiter, und Ludewig hängt an im roten Gewand. Applaus für Ludewig und das Ringstechen. Und ein bisschen Musik. Na, mal sehen, wie geschickt die Kaiserlichen sind. Und? Ja. Die Menge ruft Wacker, Wacker! Wacker, Wacker! Groß Maul! Jetzt versuchen es Knut und Rudolf. Na mal sehen. Aber ihr müsst vielleicht die Gabel herumdrehen. Oder wollt ihr das so probieren? Ich mach das so. Na mal sehen. Es sei! Nicht schlecht! Die Menge ruft nicht schlecht! Nicht schlecht! Ihr dürft euch auch gerne selber was ausdenken, was ihr reinruft. Ihr müsst euch auf mich warten. Na gut. Oh, ein paar kleine Ringe. Jetzt wird's schwerer. Ein Raunen geht durch die Menge. Oh.
Also ein Raunen geht so. Raun, 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 raun. Also ein Raunen. Na gut, nochmal Otto und Ludwig würde ich vorschlagen mit den kleinen Ringen. Ein zweiter Anritt. Es sei. Ein prachtvolles Achten. Wir kriegen ein bisschen Düngung. Auch nicht essen. Und das Ringstechen. Oh, immerhin. Anerkennender Beifall brandet auf. Ja, bis jetzt schlagen sich die Kaiserlichen recht gut. Nun, Rudolf, noch ein Anritt. Es sei. Bauer Knut, heran mit euch. Oh! 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 Rechter Ring war verbogen. Warum? Steckt ihr das Ding in einen Maul ein? Und dann steche ich den da raus. Oh, ein Sonderexerzitium. Ein Raunen geht's durch die Menge. Raunen, Raunen. Man murmelt ein wenig. Murmel, murmel, murmel. Aha. Dann müsst ihr aber mutig sein. Ihr wollt ihm den Ring aus dem Maule herausstechen. Genau. Na dann. Ob das mal gut geht. Ihr könnt ein wenig jammern und wehklagen. Oh je, oh je, ach du je. Mach den nicht kaputt, das ist mein bester Wappenmeister. Spare dich. Oh je, und Knappen sind Knappen. Und? Oh! Nicht schlecht, nicht schlecht. Er lebt noch, immerhin. Bist du normal, oder was? Wollt ihr einen zweiten Versuch sehen? Ja! Na dann, ein zweiter Anritt. Knut, der Bauer. Oh! Nicht schlecht. Nun, Rudolf. Das war gut gegangen. Das kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Rudolf, was sagt ihr dazu? Ich steigere die Schwierigkeit und steche den Ring aus der Luft. Aus der Luft? Oh, ein O geht durch die Menge. Wow. Die Menge ruft aus der Luft. Aus der Luft. Die Menge ruft unglaublich. Unglaublich. Und das wollen wir sehen. Ja, was? Es sei, probiert es aus der schieren Straße der Luft. Und? Wow. Oh. Nicht schlecht. Die Kaiserlichen. Die Menge ruft nicht schlecht. Nicht schlecht. Ihr seid so spontan. 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 Menge spontan, das hatten wir gestern schon. Naja, also Knut und die Kaiserlichen unentschieden. Na gut, machen wir einfach noch ein Exerzitium. Was schlagt ihr vor? Die nächste Übung? Mit Pfeil und Bogen oder auf die Seite? Oh, da hat er keine Chance. Mit Pfeil und Bogen, es sei. Na gut. Ich nehme an, Knut hat schon mal einen Bogen in der Hand gehabt. Kann das alles. Jetzt geht es darum, beim Vorbeiritt die Scheide zu treffen. Dann rüstet die Herren aus. Und dadurch, dass das Pferd nur mit Schenkeldruck gelenkt werden kann, ein besonders schwieriges Exerzitium. Nein, nicht dort, nein, nein. In die Mitte der Bahn. Wir haben keine Assekuranz. In die Mitte. Gut, als erstes reitet Otto, es sei, der kaiserliche Reiter mit dem Bogenschuss. Oh, ein bedauerndes O. Bedauerlich, schlecht, schlecht. Bedauerlich, bedauerlich, ruft ein einzelner Herr aus der Menge. Die Gegenrichtung. Ein zweiter Versuch. Oh. Hey, Otto. Jetzt. Schade, schade, ruft die Menge. Die Menge ruft schade, schade. Schade. Gut, als nächstes Ludwig. Im roten Gewand. Murmel, murmel. Und? Ach, doch, die war noch gestern wieder zu lange an der Taverne. Oh! Nicht schlecht.
spricht. Und die Gegenbahn Ludwig mit einem zweiten Pfeil auf der Sehne. Ein edles Streitboss. Aha. Nun, Knut, wollt ihr es versuchen? Ja. Die Menge feuert ihn an. Knut, 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 Knut. Und? Oh. Ins Schwarze, also ins Rote hier. Die Scheibenmitte und ein zweiter Versuch. Nun, Rudolf, wollt ihr es auch versuchen? Donnerwetter, Wetter, das war heute nicht ganz überrascht. Ja, zu Hause schieß ich Boten. Na dann. Ja. Oh. Wacker, wacker. Als zwei Pfeile. Die Menge schreit, meine Fresse! Meine Fresse! Nicht schlecht, nicht schlecht. Wackeln, wackeln. Wackeln, nun gut, Knut. Habt ihr noch Mut, Knut? Habt noch jede Menge Mut. Was machen wir jetzt noch Schönes, Lustiges? Ja, dann machen wir einfach noch ein Exerzitium. Und zwar am besten, ich sehe da eine Sau. Die Sau hat die Herren kriegen Wurfspieße. Und dann müsst ihr die Sau treffen mit dem Wurfspieß ebenfalls im Vorbeiritt. Dann wappnet die Herren schnell. Als erstes Ludwig. Und sollen denn die Bauern auch noch zur Bilderei anstiften? Das ist ja noch ein Grund, den aufzuhängen. Oho, mäßig eure Zunge. Könnte eure letzte sein. Da ist die Sau. Hat er sie K.O. geschlagen. Nun gut. Otto oder Ludwig? Oder Ludwig oder Otto? Otto als erstes. Nein, Ludwig als erstes. Nein, Otto als erstes. Oh, die Sau hat sich geduckt. Also sie ist in die Höhe gesprungen. Gut, als zweites Ludwig mit dem Wurfspieß. Jetzt hat sie sich geduckt. Das hat ja der Typ mal der gesagt, das stimmt. Leute, aber entschuldigt, es ist Sonntag Vormittag. Ja, Rudolf. Guten Abend gestern. Liegt es an euch, die Ehre der Kaiserlichen zu verteidigen? Komm mal, ziehen, was er trinkt. Ah, spontane Kommentare aus dem Volk, das liebe ich ja besonders. Genau. Mit einem heißen Herangekreuz. Nicht schlecht, wacker, wacker. Nicht schlecht, nicht. Die Menge ist begeistert. Yeah. Und jetzt Knut. Oje, Herold, wir haben ein Problem. Was denn? Ich bin Vegetarier. Wer frisst meine Radieschen? Das Schwein, die Sau, die war kaputt. Schwein, meine Radieschen. Bauer Knut mit der Sau. Nicht schlecht. Ein O geht's durch die Menge. Gefolgt von einem A. Und wie gestern ein Y. Y. Die Menge tobt. Tja, meine Herren, unentschieden würde ich sagen, nach wie vor. Bauer Knut schlägt sich wacker. Noch ein Exerzitium? Oder? Wollt ihr noch ein Exerzitium? Ja! Dann schreit, wir wollen! Ja! Noch ein Exerzitium. Das wird ja immer leiser. Die Hitze. Tja, traut ihr euch noch eins zu?
Hauptmann. Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Verliere ich ja mal. Bilanzen, oh. Wollt ihr ihn herausfordern am Ende? Ihr habt recht, wir müssen zum Ende kommen. Oh. Muss die Sache erledigt. Also doch Schnick, Schnack, Schnuck. Er muss sterben. Er muss sterben. Oh, einer. Oh, geht einer, die Menge. Oh. Am besten der Bauer natürlich. Ihr wollt ihn zum Zweikampf herausfordern. Genau. Ein Raunen, ein Raunen. Die Menge schreit, nein! Irgendwo fällt eine Frau in Ohnmacht. Ja, genau. Wir wollen kein Blut vergießen. Na gut, hast du denn Mut, genug? Ich habe Mut ohne Ende. Es geht ja um unsere Stadt hier. Aber vielleicht fließt Blut, Oh, ja, Applaus! Genau. Blut hat es geschafft, die Herzen der Stralsunder irgendwie zu erobern. Ja, das ist hier nicht das Pack, das ist mein Volk. Ja. An euch ist ein Politiker verloren gegangen. Nicht schlecht. Ich stehe Na gut, im Mittelalter war es also üblich, dass die Herren dann zum Ende des Turniers gegeneinander ritten. Das war der sogenannte Tjörst. Oh. Was? Ja. Aber hast du eine Ahnung? Na gut. Das heißt, wenn ihr bereit seid, gegen ihn zu reiten, dann möge man ihm Schild und Lanze reichen und einen Helm, dass er keinen Schaden nimmt. Nee, ich habe Helmallergie. Das reicht. Helmallergie? Ja. Na gut. Also, versucht im Sattel zu bleiben. Das Volk wird euch trefflich anfeuern. Der Sportart war doch vor 300 Jahren modern. Ja, aber die britischen Spiele haben auch zu Wallensteins Zeiten noch Tradition. Ach, die Helmpflicht. Die Helmpflicht, genau. Es gilt also den Schild des Gegners zu treffen. Helm eine Folge nur Urgroßvaters. Ach so, immerhin. Es gilt den Schild so kraftvoll zu treffen, dass der Gegner in den Staub der Arena fällt. Und dann ist das Turnier entschieden. Na gut, wollt ihr das sehen? Ja! Habt ihr nur noch gute Laune? Ja! Wollt ihr, dass ich gewinne? Ja! Dann begebt euch ans Ende der Bahn, meine Herren. Die Musik aus magischer Konserve. Das Volk kann noch ein bisschen murmeln. Man schließt Wetten ab miteinander. Wer wird der Sieger sein? Ob Knut es schafft, ist Knut gut genug? Die Spannung steigt ins Unermessliche. Reitet heran! Habt ihr das gesehen? Jungs, ein Entsetzensschrei. Knut ist getroffen. Man jammert ein wenig. Jammer. Man wehklagt. Aber eigentlich muss er runterfallen. Ja, solange noch im Sattel sitzt. Das war voll dolle. Dann noch doller. Oh, na, habt ihr noch? Ich habe Mut, habe ich auch. Ein Mut auf Knut. Knut. Was draus machen? Na gut, ein zweiter Anritt. Wir geben euch nochmal ans Ende der Bahn. Gebt doch endlich auf. Murmel. Schon nicht euer Leben. Tuscheln ist auch gut. Tuscheln. Einmal tuscheln, bitte. Gebt nicht auf. Oder raunen. Ja, fängt an Spaß zu machen. Ein Applaus würde helfen. Applaus wäre auch nicht schlecht. Ein zweiter Anritt. Nochmal! Schon besser aus! Die Menge schreit, oh je! Und Herr Jemine! Knut, das sieht nicht gut aus! Man kann ihn anfeuern mit Knutrufen zum Beispiel. Oder Applaus! Applaus! Knut, du schaffst das! Oh, das stimmt ja mit dem Burschen nicht. Das ist doch niemand ein Bauer. Ich glaube, wir müssen doch die Kaiserlichen als Sieger krönen. Nein! Heute, der Siegolf gewonnen hat. Nein! Ich mache weiter. Ihr wollt? Oh, Applaus. Die Lanze. Oh, ein mutiger Bauer, immerhin.
Das schaffst du schon, hast du ihn gehört. Ein sehr guter Einwurf. Ohne Schild. Oh, ein Braunen. Die Menge schreit, Ei vor Bitsch. Das ist der sächsische Schlachtruf. Das ist der Schild. Das machen wir nochmal alle zusammen. Ei vor Bitsch, alle zusammen. Und? Mach die Sache einfacher. Der Schild hat keinen Helm. Es ist tot. Ein letzter Angriff. Reiß es heran. Die Menge schreit unglaublich! Und irgendwo schreit eine Frau, Knut, ich will ein Kind von dir! Nicht zu viele. Nein. Ja, nein. Die Menge schreit, wir lieben dich! Knut, du kannst die Preise für das Gemüse erhöhen. Na gut. Ja, das ist der Preis des Siegers. Gebt es den Bauern. Machen wir jetzt, Jungs. Rudolf, gebt ihr euch geschlagen? Ich habe ein ganz anderes Problem. Du hast ein anderes Problem? Soll ich das Papi erklären? Auch dem Papa musst du es jetzt erklären. Ach du je. Herold? Ja? Ist das die Stadtkasse? Die ist ja fast leer. Ja, das ist die Kasse des Siegers. Oh je. Sie gebührt euch. Na gut, also wir haben einen eindeutigen Sieger. Ich erkläre zum Sieger der ritterlichen Übungen Knut den Bauern. Applaus! Und zum Abschluss der ritterlichen Spiele gibt es noch etwas ganz Besonderes. Wollt ihr etwas Besonderes sehen? Seid ihr sicher? Habt ihr gute Laune? Ja! Hat irgendjemand Corona? Nein! Seid ihr sicher? Ja! Na gut, und zwar zeigen wir zum Abschluss des Turnais einen Flammenritt. Die Bahn wird präpariert mit brennendem Stroh. Und jetzt unter dem tosenden Jubel des Feuerwerks. Strahlt uns. Das war das Mittagsturnei. Und nochmals einen lauten Abschlussjubel für unsere Reiter. Einen besonders lauten Jubel für unsere beiden Bahnsoldaten und Knappen. Und die damit verbeugt euch. Soldaten. Also, und einen Applaus für den Sound. Der kommt von da hinten. Und einen kurzen Applaus für mich, ich bin der Herold. Das muss ich kurz noch erklären. Ein kurzer Applaus geht so hier. Das probieren wir mal ganz kurz. Einen kurzen Applaus. Sehr gut. Und jetzt nochmal Jubel. Bis später.